Na Mädels, welche soll ich heute tragen? Diana, das sieht nicht so aus, als ob wir eine große Wahl hätten. Bring 10 weitere Kisten mit, dann werden wir bestimmt wählen. Diana, warum hast du so viele Schuhe herausgeholt? Ich mag sie zum Beispiel gar nicht wirklich. Aber ich weiß nicht. Ich mag zum Beispiel Jeans mit Rüschen und wahrscheinlich die mit den Nieten zum Beispiel. Donnerwetter Mädchen. Nun, Freunde, versteht ihr nicht, dass ich mir einen dieser Schuhe aussuchen muss? Übrigens gehen Smile und ich heute aus, in ein Restaurant. Und außer mir wird es noch andere Mädchen geben. Nun, ihr versteht, dass ich alle in den Schatten stellen muss. Nun, Diana, dann nimm die mit den Nieten. Ich bin einverstanden. Du winkst mit deinem Bein und stellst alle in den Schatten. Nein, wir wollen ohne Nieten auskommen. Es ist beängstigend, sie anzuschauen. Die gehen für Showdowns, aber nicht für Dates. Nun ja, Mädchen, ihr habt recht. Nieten sind nicht für ein Date gedacht. Na gut, dann zieh ich diese hier an. Sie sind einfach süß. Genau richtig für ein Date, oder? Was denkt ihr? Na endlich, Leute. Diana hat sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Diana, du hast hübsche Sandalen für ein Date gewählt. Und was wirst du oben anziehen? Du trägst nur einen Kapuzenpulli und zerrissene Jeans, oder was? Mädchen, ihr beleidigt mich. Vielleicht habe ich keine Kleider. Aber ich habe etwas sehr Niedliches. Und zwar... ich habe ein solches Oberteil. Naja. Ja, Mädels. Aber wie gefällt euch denn dieses Top hier? Das sieht wirklich cool aus, oder? Was sagt ihr? Naja... dieses mehr oder weniger. Was gibt es denn sonst noch? Aber du willst doch alle in den Schatten stellen. Also zeig, was es sonst noch gibt. Ja, ich bin schockiert über euch, Mädchen. Ihr seid schlechte Ratgeber. Wenn ich mit jemandem ausgehen würde, würde ich etwas Enges tragen. Ganz sicher. Jana... um etwas Enges anzuziehen, muss man eine perfekte Figur haben. Ich habe bereits eine perfekte Figur. Nun, Jana, ich würde was sagen. Also, Nastia, sei still. Alle Mann, halt die Klappe. Diana, zeig uns, was du hast. Kurzum, Mädels, ich habe so ein zartes Sommerkleid. Es sieht sehr niedlich aus. Na, soll ich es tragen? Nun, Diana, dieses Sommerkleid ist definitiv nicht für ein Date geeignet. Es ist zu lang, viel zu lang. Diana, kannst du etwas Normales finden? Du gehst auf Dates. Du willst alle überstrahlen. Du gehst nicht zu einem Spaziergang? Mädchen, natürlich seid ihr cool. Und was soll ich dann bei Verabredung anziehen? Nun, Diana, etwas Cooleres. Und viel kürzer. Kürzer? Tja, ich habe eine kürzere Version. Und Mädels, jetzt werden wir sehen, was Diana für uns bereithält. Nein, wenn ich zur Verabredung gehen würde, würde ich genauso einen Rock mit Rüschen tragen, um mich zu bedecken, ganz sicher. Jana, meinst du etwa so einen Rock, der alles bedeckt? Also Mädchen, wählt aus. Das ist, was ich habe. Wie findet ihr denn das hier? Nein. Ja, und dieses in Weiß? Wie findet ihr das? Nein, Jana, weg damit. Ja, und das hier mit den Rüschen? Wie findet ihr das? Sie sind kurz. Ja, zu kurz. Ja, vielleicht diese blauen hier? Diese Shorts sind echt modern. Was? Und die mit den Buchstaben? Nein, zu kurz. Ja, dann vielleicht in Schwarz? Nein. Diese sind vorne kurz und hinten lang. Ja, vielleicht diese hier? Nein. Verdammt, einen Rock vielleicht? Oh nein, Diana. Ja. Das geht weg. Mädchen, was soll ich denn anziehen? Also Diana, zieh das weiße Oberteil an. Siehst du, Diana, wenn dein Oberteil offen ist, dann sollte auch das Unterteil offen sein. Mädels, seid ihr verrückt? Wenn die Oberseite offen ist, dann muss die Unterseite geschlossen sein. Das weiß doch jeder. Wirklich. Ja, Diana, zieh deine Jeans an. Also Mädels, das ist die richtige Entscheidung. Also trage ich einen Top und eine Jeans. Aber um ehrlich zu sein, Diana wird in ihren Jeans nicht überstrahlen. Wenn sie nun einen solchen Rock angezogen hätte, wow, das wäre was. Nein, also Diana, du kannst einen deiner kurzen Röcke anziehen, um jeden in den Schatten zu stellen, den du willst. Aber unsere Diana ist ein Model. Oh Mädels, wir sind hier alle vorbildlich. Nun Mädels, könnt ihr mir bitte helfen? Ja, Diana. Also Mädchen. Schau mal, Diana, dein Gürtel passt perfekt zu meinem schwarzen Kleid zu Hause. Darf ich ihn bitte tragen? Bitte, bitte. Layla, nicht heute. Ich gehe heute zu einem Date. Ist das klar? Nein, wisst ihr, Mädels, das Oberteil ist echt cool. Hier ist es allerdings ein bisschen eng. Diana, passt der überhaupt wirklich? Oh, Nastia, gib das her. Es ist Zeit für Diana, sich fertig zu machen. Nastia, was willst du damit sagen? Ich bin schockiert, Mädels. Jeder hat eine so hohe Meinung von sich selbst, also knöpft dein Oberteil auf. Diana, erzählst du uns dann, wie dein Date verlaufen ist? Übrigens, Diana, das ist sehr interessant. In welches Restaurant hat denn Smile dich eingeladen? Es ist doch nicht das Shibureki-Lokal im Park. Nein, Diana, nicht in einem Shibureki-Lokal, in das teuerste Restaurant hier. Diana, geh einfach sicher, dass du nichts für das Date bezahlen musst. Dieser Smile, der lässt sich bestimmt auch für das Restaurant zahlen.
Hör zu, Mädels. Hör auf, mein Smile zu verletzen. Ich verstehe nicht, warum ihr ihn nicht so sehr mögt. Und selbst wenn es euch nicht gefällt, seid nicht so sarkastisch. Das verletzt mich. Diana, ich verstehe nicht, warum du so schreist. Du weißt, dass nicht jeder dein Smile mag. Er ist halt nicht jedermanns Liebling. Diana, denk doch nach. Smile war in der Vergangenheit nicht perfekt zu dir? Das ist es. Mein Browse ist ein perfekter Mann. Mann? Okay, Junge. Mädchen, hört auf zu lästern. In Ordnung, Diana. Alle sind vom Thema abgekommen. Geh jetzt zu deinem Date. Na, Mädels, glaubt ihr, dass ich jetzt alle im Restaurant in den Schatten stelle? Auf jeden Fall. Also, nimm die Tasche. Okay, komm schon, geh. Gut. Oh, Smile ist da. Also, Mädchen, drück mir die Daumen. Komm schon, fall nur nicht hin. Oh, wie unangenehm das ist. Smile, ich bin auf dem Weg. Warte auf mich. Smile? Was macht ihr hier? Hattest du jemand anderen erwartet? Du wirst keine Verabredung haben, Diana. Nein. Dein Smile macht einen Showdown mit unseren Jungs im Park. Bist du etwa auch so drauf? Ja, Diana, bist du etwa auch so drauf? Mädchen, seid ihr völlig übergeschnappt? Hört zu, meine Lieben. Wenn euch mein Smile nicht gefällt, müsst ihr ihn nicht ständig ohrfeigen. Ihr werdet mein Date auf keinen Fall ruinieren. Verstanden? Diana, was ist passiert? Ja, es kamen die Schönheiten. Und sie haben sich über meinen Smile lustig gemacht. Er kämpft nämlich mit ihren Freunden im Park. Sowas interessiert mich nicht. Diana, wir reden das nicht klein. Wir sprechen hier von Fakten. Hört mal, Mädels, es ist nicht meine Schuld, dass ihr keine Jungs habt, sondern irgendwelche Weicheier, die nicht mal für sich selbst einstehen können. Und jetzt geht. Ah, die Schwammingen. Siehst du, Diana? Unsere Jungs haben ihn nicht angerührt. Er hält sich nur an Artem. Und an meinen Kuckuck. Smile mochte nämlich nicht seine Dreadlocks. Und mein Patrick? Was hat er mit ihm gemacht? Patrick ist so der Süß. Siehst du, Diana? Wir haben dir doch gesagt, dass alle deinen Smile nicht mögen. Er ist ein totaler Narzisst. Nur im Allgemeinen, Mädchen, so muss man heutzutage sein. Mein Bros ist auch ein Narzisst, aber ich liebe ihn sehr. Also Mädels, verschwindet bitte von hier, denn ihr verderbt nur die Stimmung. Geht. Schau mal, Diana, wir gehen. Wir werden uns auf dem Weg machen. Ich wünschte, dein Smile wäre beigebracht worden, niemanden anzubaggern. Das war's, Mädels, raus mit euch. Auf Wiedersehen. Gut, dass wir die los sind. Und komm bloß nicht wieder zurück. Also Mädchen, ich rufe jetzt ein Taxi an. Denn Smile muss dort auf mich gewartet haben. Und überhaupt, glaubt ihr, was sie gesagt haben? Oh, Diana, vielleicht. Hör zu, Diana, das Unmögliche ist möglich. Ich habe sie wirklich schon satt. Donnerwetter, sind die lästig. Also, das Taxi kommt in 10 Minuten. Diana, es ist seltsam, dass Smile dich nicht abgeholt hat. Diana, wenn ich du wäre, würde ich so spät kein Taxi mehr nehmen. Diana ruft ein normales Taxi an. Sie ist kein Kind mehr. Mädchen, naja, ich dachte mir so, falls ich mit dem Motorrad in ein Restaurant fahre, überlegt einfach, wie zerzaust ich sein werde. Außerdem trage ich Stöckelschuhe. Ich nehme lieber ein Taxi. Oh, Diana, hier ist Smile. Du wirst Motorrad fahren. Ja. Du wirst ganz zerzaust sein. Verdammt. Hallo, Smile. Leute? Hör zu, Diana. Beruhig deinen Smile, okay? Und wohin gehst du denn so schick angezogen? Nein, seid ihr normal? Warum klebt ihr alle an meinem Smile? Hört zu, Leute. Gleich wird Smile kommen. Also geht. Hier ist kein Platz für euch. Footballer. Hier wird er ja eh nicht herkommen. Er ist momentan im Park in Schwierigkeiten. Ja, wir waren nur mit den Mädchen unterwegs. Oh, Jungs. Da ihr sagt, dass ihr mit den Mädchen gegangen seid, bedeutet das, dass ihr lügt? Ja, sie haben sich selbst ein paar Mädels ausgedacht. Ach, komm schon. Lass sie träumen. Oh Mann, Leute. Ich kann euch nicht verstehen. Wenn Smile mit jedem dort einen Streit angefangen hat, warum seid ihr dann hier und kümmert euch nicht um ihn? Okay, Diana, wenn es dich nicht interessiert. Wenn du kein Mitleid mit deinem Freund hast, dann schauen wir halt selbst nach. Also Jungs, geht schon. Zu euren Mädchen. Nein, Mädchen, das ist wirklich eine Art Scherz. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich zu Smile gehen soll. Oh, Diana, beruhige dich. Jetzt wartest du auf ein Taxi, gehst zu Smile und siehst alles mit anderen Augen. Diana, ich bin sicher, dass sie aus irgendeinem Grund lügen. Sie haben herausgefunden, dass du ein Date mit Smile hast und sie sind eifersüchtig. Oh Mann, wieso hast du dich noch nicht daran gewöhnt? Diese Verlierer machen noch ständig einen Strich durch die Rechnung. Na, ich weiß nicht, Mädels. Mir gefällt das alles nicht. Ich kann überhaupt nichts mehr verstehen. Warum sind sie alle gegen meinen Smile? Diana, dein Taxi ist da. Endlich. Also Mädels, ich bin dann weg, ja? Viel Glück. Schatz, Schatz, ich brauche dich. Diana, gib Smile etwas Wasser, okay? Er braucht Wasser. Oh, Diana wird ein Motorrad fahren. Also hör auf. Jana, Browse ist da. Browse? Was? Smile? Oh mein Gott. Jungs, was ist los mit euch? Browse, Browse, was ist mit euch passiert? Es ist okay, wir wollten uns hier nur die Hände waschen und das Gesicht. Ich habe keine Lust, so nach Hause zu gehen. Browse, was ist los mit dir? Was ist passiert? Sag mir, wer dir wehgetan hat und ich bringe es in Ordnung. Geht es dir gut? Meine Güte, Nastia, ich glaube, Smile wollte überhaupt gar nicht zum Date fahren.
Er hat sich nicht einmal umgezogen und er ist immer noch so schmutzig. Spy, warum bist du so schmutzig? Und warum trägst du dein Basketballtrikot? Ich habe ein Taxi angerufen und wollte gerade in das Restaurant fahren. Was machst du hier? Was soll das? Ja, das wird ein Schlamassel, aber misch dich nicht ein. Oh Mann, Baby, ich hab die Verabredung völlig vergessen. Smile, hör auf. Smile, wie konntest du unsere Verabredung vergessen? Oh ja, oh Mann, es war einfach nicht mehr in meinem Kopf. Ich bin durch den Park nach Hause gegangen, um mich für die Verabredung umzuziehen. Und dann habe ich dort diese Verlierer getroffen. Nur du kennst sie, sie haben mich blöd angemacht und ich habe völlig vergessen, dass wir ein Date haben. Nun, Diana, wir haben es dir doch gesagt. Niemand mag dein Smile. Kurz gesagt, Smile, auf Wiedersehen. Du verstehst sicher, dass alle Schüler zu mir gekommen sind und sich über dich beschwert haben, dass du einen Streit mit ihren Jungs angefangen hast. Ich dachte, sie würden lügen, aber es ist tatsächlich wahr. Außerdem habe ich 1,5 Stunden gebraucht, um mich für dieses blöde Date fertig zu machen. Rose, sei ehrlich, was ist da passiert? Kuckuck hatte Dreadlocks geflochten, dann hat Smiley ihn ausgelacht und dann hat Kuckuck gespuckt. Der Kuckuck spuckte. Nun, Julie ist nur am Spucken und hat den Kuckuck geleert. Also, Rose, du musst dich waschen und in Ordnung bringen. Los, geh schon, los. Diana, kann ich mein Gesicht waschen? Kurz gesagt, Smile, weißt du was? Wie konntest du unsere Verabredung vergessen? Ich glaube nicht, dass du mich überhaupt liebst. Ja, ich weiß, ich bin ein schlechter Freund, aber eins weiß ich liebe dich. Smile, dieser Kuckuck hat mich auch gerade angespuckt. Aha, hier ist er also. Hör zu, Smile, komm hier sofort her. Jetzt werden wir uns mit dir und der ganzen Bande beschäftigen. Patrick, was hat er zu dir gesagt? Na? Er hat Verlierer zu mir gesagt. Gigi, warte. Wer hat denn da Füße an den Ohren? Hat er das zu dir gesagt? Meine Füße sind wirklich schön. Hörst du, Autumn, was du da sagst? Nur Mädchen können coole Beine haben. Stimmt doch gar nicht. Kuckuck, was hat er über deine Dreads gesagt? Er hat meine Dreadlocks beleidigt. Weißt du was, Mile? Weißt du, wie viel diese Dreads überhaupt kosten? Und über mich hat er gesagt, Diva, dass ich einen Kinderüberraschungshelm habe. Okay, jetzt werde ich diesen Smile zerreißen. Rose, kann ich dir helfen? Ja, okay. Okay, Rose, ich komme. Verdammt, Smile, warum sind Sie hierher gekommen? Wollen Sie weitermachen oder was? Smile, nimm sie alle mit nach draußen. Verdammte Diana, so viele Probleme. Wer trägst du sie alle? Keine Sorge, Baby, ich werde das klären. Denkt ihr wirklich, wenn ihr alle hier zusammenkommt, habe ich Angst oder was? Lass es uns draußen herausfinden. Browse, wo bist du? Und los geht's. Das hättet ihr nicht tun sollen. Verdammte Mädchen, das ist mein tolles Date, oder? Danke, dass ihr mir geholfen habt, mich fertig zu machen. Okay, Diana, reg dich nicht auf. Nun, das ist dann halt dein Smile. Böse, ein sehr schlechter Freund. Jawohl, Leute, er ist kein Freund, sondern ein böser Junge. Like das Video und wartet auf neue Episoden. Auf Wiedersehen an alle. Okay, Mädels, kommt und helft mir beim Ausziehen. Und Jana, schmeiß Browse raus. Er hat hier nichts zu tun. Ich will niemanden sehen. Okay, Mädels, kommt und helft mir beim Ausziehen. Diana, ich hab dir doch gesagt, dass alle deinen Smile nicht mögen. Kurz gesagt, Smile, auf Wiedersehen. Ist das in Ordnung? Ist euch klar, wie viele Menschen bereits zu mir nach Hause gekommen sind? Das geht nicht. Rose, sag mir ganz ehrlich, was ist da passiert? Der kleine Kuckuck hatte Dreadlocks und dann hat er... Mann. Hör zu, mein lieber Kuckuck. Das geht nicht.